zeige immer wieder mal so große Taschenmesser her. Und da hat sich der Markus aus Wien gedacht, René, ich zeige dir mal einen richtigen Brummer, und zwar das Kaiser Sheep Food XL. Das ist dieses Teil. Das hat er mal zugeschickt und hat gesagt, ich soll es mal testen. Das mache ich natürlich gern. Und wenn dich das auch interessiert, was das Ding kann, bist du dann bleib dran. Hallo und willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkräfte-Areal auf Val de Lopardi. Der Kuckuck ruft und mich ruft das Sheep Food XL. Also das Ding ist wirklich mächtig, sehr, sehr mächtig. Liner-Lock, und wenn du dir den Liner anschaust, diesen Verriegelungsmechanismus hier, also das sind auch richtig fette Platten, braucht das Messer auch. Carbon-Griff, also zumindest, also ich habe mir nichts angeschaut, ja, ich habe nur den Beibrief von Markus mal angeschaut. Und ich mutmaße, dass das Carbon-Griffe sind mit einem Deep Carry Pocket Clip. Wobei man kleins dazu sagen muss, ich meine, so als klassisches Everyday Carries habe ich einfach immer mit dabei, ist es wahrscheinlich zu schwer, da gibt es andere Teile, aber ja, warum auch nicht? Ich meine, liegt alles in der Hand des Besitzers. So, also Stahl 154 cm, also 154 cm, gut oder schlecht, bitte schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Ich lerne da gerne dazu, weil ich weiß nichts dazu, wie auch immer, egal. Der Guard, ja, ist auch automatisch der Flipper. Ja, gut, jetzt kann man sagen, wow, Reine, das ist aber bei anderen Messern auch so, ja. Der ist aber deutlich ausgeprägt, also da kannst du wirklich nicht abrutschen, also das ist undenkbar. Wenn du übergreifen willst, ist es ein bisschen ein Problem, also für feinere Arbeiten, das wird es nicht spielen. Erstens zeigt er nach vor, aber das ist vielleicht gar nicht so das Thema, aber er ist jetzt nicht ganz scharf, aber auch nicht komplett abgerundet, also das drückst du in den Zeigefinger rein und dann hast du da den Abdruck, also das ist für Diva-Hände überhaupt nichts. Ich finde es von der Form her nett und interessant, ich habe noch keinen einzigen Schnitt gemacht, nein, das muss ich dann natürlich auch noch zeigen. Vorne die Klinge, da ist dann so, ja, ich weiß nicht, nennt sich das jetzt noch immer Swatchig, ich habe keine Ahnung, ja. Hier Swatchig, dann Ausnehmung und wieder Swatchig, also das ist, muss man aufpassen, also das ist richtig, also das kriegt richtig an, das bewegt sich richtig, ja klar, weil es so schwer ist wahrscheinlich, ne. Also wenn du da jetzt auf den Liner drückst, okay, vielleicht ist auch die Funktion hier dazu da, du drückst hier drauf, damit da das Messer nicht gleich auf die Hand fällt, denn Puh, lass uns schneiden. Okay. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Also dafür, dass die Klinge so hoch ist, schneidet das Teil richtig. Das ist richtiger. Das ist richtig fett. Ja, aber das. Ja, das schneidet auch wirklich was. Das ist nämlich auch nicht immer der Fall, gell? Also das möchte ich auch dazu sagen, wobei mir ist natürlich klar, dass das jetzt das Kaiser sich da nicht überlegt hat, oh, wir machen das neue Bushcraft-Messer für das Bushcraft-Areal hier auf Val de Lopardi, bei René Osman, war billig eigentlich, ich weiß nicht. Aber egal, auf jeden Fall soll, ich weiß nicht. Aber es macht es auf jeden Fall. Also es beißt wirklich. Das hätte ich, also ich sag's so, wie es ist, ja. Ich habe das ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das auch beißt. Bevor wir jetzt dann noch ein paar andere Tests machen, interessiert mich etwas. Und zwar, ist die Klinge so schwer, beziehungsweise der Mechanismus nicht so gemacht, dass ich es durch Aufwerfen sozusagen aufmachen kann. Es geht sich nicht aus, wenn man, na klar, ich könnte jetzt diesen Imbus da ein bisschen lösen, dann geht das, ist das vielleicht möglich, aber nein, ist nicht vorgesehen. Also das finde ich praktisch, weil das ist ungut. Nein, also das passt. Und auch dafür, dass das so ein großes Teil ist. Also der Flipper, der funktioniert auch cool. Jetzt noch einmal das hier, genau. Dann fällt dir das hier auf den Daumen drauf und dann kannst du umgreifen. Also ist eine reine Einhandbedienung, ist auch machbar. Mir ist natürlich bewusst, ich habe es eh schon mal gesagt, dass das natürlich kein klassisches Bushcraft Outdoor Messer ist. Das ist ganz klar. Und jetzt auch nicht unbedingt... wobei man sich die Frage stellt, wofür es überhaupt gut ist, also ob es da ein richtiges Einsatzgebiet jetzt gibt, wo ich sage, okay, das ist ein, weiß ich nicht, ein Bushcraft Outdoor Feuermachmesser oder so, also auch ein kleines EDC-Messer, das man immer dabei haben kann, ist es auch nicht, ein Multitool ist es auch nicht, also ich weiß nicht, was das Einsatzgebiet ist, aber das ist alles, das schneidet, das beißt so rein, dass ich aufpassen muss, dass ich die Locke überhaupt hinkriege. Ja, weil es so fein reingeht. Also,
das ist für mich halt immer wichtig. Ne? Jetzt fragen sich auch immer wieder die Leute, ja, warum tust du da immer so herumschneiden, warum ist das so wichtig? Naja, um eben, nicht jetzt um zu sagen, oh, das, was das Messer alles kann, sondern, ja, weil dann irgendwann, wenn die Kante gebrochen ist, dann kriege ich nichts mehr runter, es ist zu scharf, es ist zu bissig, es ist wie bei einem Mora-Messer eigentlich, ja? Ja, es ist zu bissig, egal. Warum machst du das? Entschuldigung, ich komme vom 100. ins 1000. Weil ich damit Feuer auch bei widrigen Bedingungen machen kann, weil ich mich ins Kernholz reinarbeite und dann schöne, feine Locken machen kann, die man anzünden kann und gleich Anzündematerial herstelle. Also das Ding ist ein Wahnsinn. Also echt jetzt, dafür, dass das so ein Brummer ist, schneit was. Dann schaut er diese feinen Locken an. Taugt mir. Also ich, erstens gehört es mir nicht und zweitens ist mir natürlich auch klar, dass das kein Hack- und Batoniermesser ist, allein aufgrund des Liner-Locks. Aber ich habe mir jetzt gedacht, einmal so, wo gehört es hin? Was könnte ich sonst noch damit machen? Auch mit der Größe, auch mit dem sehr kopflastigen Teil. Und auch der Griff ist ja nach hinten so leicht jetzt, ja, gebogen ist nicht der richtige Ausdruck, aber verdickt, ja. Also sowas hier zum Beispiel, kleine, feine Hackarbeiten ist ein Blödsinn. Aber du weißt schon, was ich meine erst. Ich habe nichts getrunken, aber mir fehlen einfach die Worte. Ich kann es einfach nicht zuordnen. Also es tut das und dringt auch sehr, sehr tief ins Holz ein. Ja, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem feststehenden Messer. Aber ich traue mich nicht, es gehört nicht mir, und dann muss ich zahlen und sowas und überhaupt, oder vielleicht ist da irgendeine emotionale Bindung dabei bei Markus, ich weiß es nicht. Daher, nein, ich werde nicht batonieren, ich werde es nicht hart rannehmen. Aber du siehst hier, also solche Hackarbeiten, das ist auch alles überhaupt kein Thema. Interessanterweise ist der Griff relativ gut, dafür, dass das eigentlich nicht für sowas gemacht ist. Die Kanten hier, ja, sind nicht ganz rund, also hier, da ist eine Kante und das spürt man halt dann beim Hacken. Natürlich, man kann den Clip runternehmen, was ich jetzt nicht tue. Also wenn du das wirklich als Outdoor-Messer benutzen würdest, dann nimm man den Clip runter und dann ist das hier echt cool. Und wie gesagt, ich bin trotz alledem halt beeindruckt. Ja, also es fetzt einfach, ja. Das ist ein richtiges Taschenbeil. Alles in allem ein cooles Messer. Mal so mein erster Eindruck. Sehr sauber verarbeitet, ich habe keine Ahnung, was das gibt, ich werde versuchen, gebe dir dann auch unten den Link, beziehungsweise natürlich auch den Link zu unseren eigenen Produkten und Waldurlaub und sowas und überhaupt, das ist eh ganz klar zu meinen Messern. Ja, das ist eh wurscht, aber ich bin beeindruckt von der Verarbeitung, daher ich kenne auch keine Preise. Weiß nicht, ich schätze jetzt mal, dass das so um die 150, 170 Euro liegen wird, ich weiß es aber nicht, schau nach, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Und Verarbeitung hier toll, schön gemacht, auch schönes Konzept. Sicher gemacht, cool gemacht. Wenn du es brauchst und dir der Stil gefällt, dann greif zu. Und wenn nicht, kauf da was anderes. Das war's. Markus, danke fürs Zuschicken. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir den Link natürlich in meinen Shop zu meinen Produkten. Das war's. Viel Spaß und danke. Ciao, ciao.